Grüß Sie Gott zu einer neuen Minutenpredigt am letzten Sonntag vor den Ferien. Im heutigen Evangelium wird von einem Schatz im Acker gesprochen, mit dem man das Himmelreich vergleichen soll. Wir haben hier keinen Schatz im Acker, aber einen Schatz, einen Kunstschatz im Mehringer Himmel. Ich habe ja schon die letzten Wochen Ihnen einiges davon gezeigt. Und ich möchte vor den Ferien eine weitere Gruppe dieser Schätze Ihnen mitgeben und vor allen Dingen auch ein Kuriosum, das mit unserem Mehringer Kirchenhimmel verbunden ist und das Sie nie wieder so nah sehen werden wie jetzt. Ein Schatz wird hier auch von den heiligen drei Königen Jesus gebracht. Sie sehen hier also Engel, die sich ziemlich stark abmühen, tatsächlich diese Schätze, die die heiligen drei Könige mitgebracht haben, dann heranzuschleppen, als würden die Engel schon zum Hofstaat dieser Könige gehören, dieser Weisen aus dem Morgenland, die gleichzeitig Weihrauch in die Höhe dann hinaufsteigen lassen, um den König, den sie ehren wollen, zu verehren. Also ist es bei den Königen zunächst einmal in erster Linie ihre Verehrung, die sie diesem neuen König bringt. Etwas, was für einen König völlig unüblich ist. Dass ein König einen anderen König verehrt, kommt ja nicht vor. Normalerweise wird ein König selbst verehrt. Hier wird der Weihrauch, den die drei Könige empor duften lassen zum Himmel, ein Zeichen, dass hier Instanzen, die sonst nichts über sich anerkennen, zu etwas werden, das eben einen größeren anerkennen. Und dazu schleppen sie auch noch die ganzen Schätze, die sie haben, dann auch noch herbei. Und diese Schätze gehören in den Himmel. Darum die Putten, die Engel, die dort dabei sind. Das Kuriosum nun, das ich Ihnen versprochen habe. Dieses Kuriosum betrifft unseren Schwarzen oder unseren Mohr, den König, den dritten König im Bunde. Und zwar, wenn Sie sich seine Füße anschauen. Die alten Mehringer kennen das noch, aber vielleicht haben Sie das noch nie so richtig und so nah gesehen. Wir sehen nämlich eigentlich hier einmal einen weißen und einen schwarzen Fuß, so wurde mir das früher jedenfalls, als ich Kaplan war, immer geschildert, dass da zwei unterschiedlich farbene Füße wären. Wenn Sie jetzt aber genauer hinschauen, schauen Sie mal genauer hin, dann merken Sie, das sind eigentlich keine unterschiedlich farbenen Füße. Da hat der Maler gar keinen Fehler gemacht, sondern es sind unterschiedlich farbige Schuhe. Denn Sie sehen ja hier keine Zehen, während Sie hier bei den Engeln durchaus Zehen haben. Und ein König trägt ja auch Schuhe. Aber er ist so besonders, so anders, so ganz anders als die Menschen, die man normal traf, dass man ihm auch ganz eigene Moden zugetraut hat. Eben einen dunklen und einen hellen Lederschuh, beziehungsweise einen Leder, jetzt fällt mir das Wort auch wiederum nicht ein, eine lederne Besohlung, Beschuh. Also es geht darum, nicht um den Fehler eines Malers, sondern um das Besondere. Das Kuriosum liegt darin, dass er eine besondere Mode trägt, als ein besonderer Mensch, der woanders her ist als die üblichen Verdächtigen. Und das hat für uns als Christen eine große Bedeutung. Denn für uns bedeutet das, dass wir in der Besonderheit mancher Menschen, die ganz unterschiedlich aussehen, die vielleicht für uns fast wie schwarz und weiß, so gar nicht zusammengehörend dann uns begegnen, dennoch die Möglichkeit erkennen können, dass sie zu unserer Kirche, dass sie zur Verehrung dieses größeren Gottes, unseres Gottes, dann auch hinzutreten können. Dass die Menschen aller Kulturkreise, aller Orientierungen, aller Rassen einen Platz haben in diesem Reich, das hier der große Schatz ist, den uns Gott zur Verfügung stellt, in seinem Himmel. Da passt jeder drunter. Ob er nun
weiß oder schwarz ist, ob er helle oder dunkle Schuhe trägt. Und da passen selbst Sie und auch ich hinein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche.